Willkommen, Freunde von H2O-Verbindungen und willkommen zu Subnautica. Dieses Spiel wollte ich euch unbedingt mal schon vor langer, langer Zeit vorstellen. Wir befinden uns jetzt im quasi Nachfolger Subnautica Sub-Zero oder wie es heißt. Und ja, Subnautica ist ein wirklich besonderes Spiel. Ist ein Crafting-Spiel, so wie Minecraft oder Rust oder wie sie nicht alle heißen, aber hier ist der Fokus ein bisschen anders gesetzt, denn hier ist ja noch viel, viel mehr auf Entdecken als nur rein auf Craften aus. Nicht so gibt es zum Beispiel auch solche lustigen kleinen Pinguine hier, die wir klauen können. Und das wird den anderen Pinguinen nicht gefallen. Aber ich möchte mit euch auch mal unter ins Wasser gehen, denn das hier ist wirklich, ja, das, warum man dieses Spiel spielt. Die wirklich geniale Unterwasserwelt. Ihr werdet euch, sagen wir mal, 99% des Spiels unterhalb des Meeresspiegels aufhalten. Und ihr seht da oben so eine Anzeige, 15 Meter, 16 Meter. Ihr könnt auch viel, viel tiefer vordringen, aber natürlich müsstet ihr entsprechende Ausrüstung gewinnen. Ich bin jetzt hier noch ganz am Anfang des Spiels, möchte euch so ein paar in die ersten Minuten des Spiels mit einnehmen, denn alles, was man in diesem Spiel tut, kann quasi spoilern, weil einfach die ganze Umgebung ein einziger Spoiler ist. Denn alles, was man in diesem Spiel erlebt und sieht, das ist der Grund, warum man dieses Spiel spielt. So, ich habe jetzt hier, also ich bin jetzt hier auf meiner quasi kleinen Basis und ja, mit mein Team ist quasi verschüttet worden, meine Station zerstört und ich muss mich jetzt wieder so ein bisschen in Kommunikationsreichweite bringen. Deswegen versuche ich irgendwie zu überleben. Hab mir jetzt so einen Pinguin hier mitgenommen. Das ist ein Alien-Pinguin. Und kann mir jetzt hier auch Essen zubereiten. Zack. Von den zwei Fischen, die wir vor uns gesehen haben. Da unten links seht ihr meine Anzeige, mein Leben und ja, Wasserhaushalt. Apropos Wasserhaushalt, wir könnten mal was trinken. Ich muss mich jetzt aber hier wirklich um Ressourcen kümmern. Und die sind unter Wasser gar nicht so leicht zu finden. Glücklicherweise ist gerade Tag. Deswegen werden wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Ich habe jetzt hier so einen Scanner neu zusammen. Oh, da oben wird gekämpft. Ich muss mir jetzt auch solche Segleiterfragmente hier zusammen... das haben wir noch nicht gescannt. Was ist das? Ich muss an die Wasseroberfläche. Ich brauche unbedingt eine... Ah, gut. Oh. Nein, geh weg! Dann will mir nicht immer mein Zeug klauen. Da hinten, okay. Send me the coords. On your HUD. Okay, das ist jetzt relativ weit weg. Ich muss da irgendwie jetzt hinkommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so hinschwimmen sollte, aber ich mach's einfach mal. Ich bin halt total schlecht ausgerüstet. Ich kann nicht mal irgendwie kämpfen oder so. Ich habe nicht mal ein Messer dabei. Aber wir werden uns jetzt mal zu der Notfallversorgung hinbewegen. Und ihr seht, dieses Spiel ist halt... Eigentlich ist es begrenzt nach unten hin, denn man wird im Verlauf des Spiels immer weiter nach unten kommen, in tiefere Meeresregionen, und da öffnet sich euch auch eine komplett andere Welt. Also, so wie man vielleicht in Minecraft oder so Biome hat, so hat man hier auch unterschiedliche Biome und das... Oh, was sind das da? Hab ich schon gerade gehabt. Erstmal die Oberfläche. Kann mir halt die... Oh, was sind das? What? Ich kenne mich halt hier in dem Spiel noch nicht wirklich aus. Ey! Du Drecksvieh! Das gibt's nicht, da hat mir mein PDA geklaut, der Sack.
Dieses Mistvieh. Okay, wir schwimmen trotzdem weiter, auch wenn wir jetzt kein PDA mehr haben. Die Hälfte der Strecke haben wir ja schon zurückgelegt. Ja, und ihr seht, hier wird einem einfach alles aus der Hand gezockt. Das ist natürlich weniger schön. Wo sind das hier unten? Ich kann natürlich alleine schon wegen meinem Sauerstoff nicht so tief nach unten tauchen. Wie ihr seht, hier wird es auch schon etwas dunkler. Könnte aber auch am Tageszyklus liegen. Und ich nehme hier erstmal alle Ablagerungen mit, die ich so in die Finger bekommen kann. Und jetzt nach oben, schnell, schnell, schnell. Oh, was ist denn das? Ist das ein Fisch? Ah, ist ja cool, der hält hier Sauerstoff da drin. Au! Ah! Mistviech. Ah, da ist das Luftfahrlager. Ich nehme jetzt mir auch mal diese Pflanzen mit. Gucken wir mal, was hier so drinnen liegt. Mhm. Muss ich wirklich mitnehmen, was geht? Was haben wir hier? Was ist das? Mein Inventar wird schon langsam voll. Das ist eine Leuchtfackel. Bringt mir jetzt so auf Anhieb nichts. Wird alles ein bisschen heller. Ah ja, unten liegt noch mehr Zeug. Oh, da muss ich aufpassen. Ich bin jetzt schon bei 50 Meter. Ich muss jetzt sofort wieder auftauchen. Ah, da liegt noch was. Da muss ich hin. Oh Gott, schaffe ich das überhaupt noch? Oh fuck. Puh, im letzten Moment. Ihr seht, es ist halt dann schon ein bisschen gefährlich. Hier gibt es auch noch ein paar Ablagerungen, die wir mitnehmen können. Und da würde ich jetzt gerne runter. Aber das ist einfach zu tief. Brauchen wir vorher bessere Ausrüstung. Wie ist denn hier? Ist ein bisschen eingeschlossen. Okay, so. Ich muss hier wirklich sehr, sehr viel erkunden. Ihr werdet jetzt auch nur wirklich einen ganz kleinen Teil des Spiels sehen. Weil es geht natürlich auch so ein bisschen um Looten, aber nicht so, wie ihr das vielleicht bei anderen Spielen gewohnt seid. Das ist ja eher so Beiwerk, was euch dabei hilft, die Welt zu erkunden. Also ihr müsst teilweise Ausflüge machen, um bestimmte Ressourcen zu bekommen und euch überlegen, wie kommt ihr an diese Ressourcen ran. Braucht dann bessere Ausrüstung, bessere Abbaumaterialien, wie ihr das zum Beispiel von Minecraft oder so gewohnt seid. Aber ihr fangt jetzt nicht an, hier irgendwelche krassen Wohnungen zu bauen aus diesem Zeug. Was ist das? Also ihr könnt hier auch Basen bauen und unterschiedliche Gefährte, aber das ist alles so Mittel zum Zweck. Nicht so wie bei Minecraft, wo ihr das einfach nur macht, weil es schön ist. Hier gehört das einfach, ja, wirklich zum Spiel auch dazu. Eine ordentliche Basis dann später zu haben. Und ich muss sagen, atmosphärisch ist dieses Spiel halt auf einem ganz anderen Level. Als, keine Ahnung, Rust oder was auch immer. Und ich bin sowieso so ein bisschen sehr für Atmosphäre zu begeistern.
ist er halt vollkommen allein und aufgeschmissen. So, was brauchen wir jetzt? Wir könnten Schmierstoffe bauen. Machen wir mal. Der 3D-Drucker hier macht uns halt alles, was wir brauchen. Gut, jetzt könnten wir noch Glas machen, das brauchen wir aber nicht. Batterie brauchen wir. So, sehr gut. Was können wir hier bauen? Okay, wasserdichter Behälter, das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtiger ist der Scanner. Damit wir wieder einen haben und hoffentlich nicht schon wieder der geklaut wird. Ich muss sagen, das gab es in dem Hauptspiel nicht. Ich würde euch übrigens erstmal das Hauptspiel empfehlen, weil das ist ja auch wahnsinnig gut. Bevor ihr das hier spielt, das ist ohnehin noch im Early Access. Das heißt, alles was ihr hier seht, ist noch kein fertiges Spiel. Und solange ihr das andere noch spielen könnt, spielt erstmal das Hauptspiel. Was ist das jetzt hier? Nährstoffblock. Ah, okay, das ist was zu essen. Ich esse aber erstmal diese alten Teile hier. Ehe die anfangen rumzugammeln. Ich hoffe jetzt ganz einfach, dass es nicht wieder mir aus der Hand geklaut wird. So, ich habe aber irgendwie bei dem Notfallding nicht das gefunden, was ich gesucht habe. Aber ich muss mich jetzt doch erstmal um meine Versorgung hier kümmern. Damit ich zum Beispiel eine Taschenlampe habe am nächsten Mal. Vor allen Dingen jetzt brauche ich generell eine Taschenlampe, denn es ist ziemlich düster. Oxygen. Hier gibt es überall nicht viel. Ich brauche ganz dringend Kupfer. Hier gibt es eine Ablagerung. Das war Kupfer, sehr gut. Ein bisschen Quarz, das nehmen wir mal immer mal mit, wenn wir schon dabei sind. Fuck. Fuck. Kommt dann plötzlich dieser Eisblock hierher. Da müsst ihr auch aufpassen. Das ist beim Hauptspiel natürlich nicht so der Fall gewesen. Dass dann einfach mal ein Eisblock über eurem Kopf ist. Titan, das brauche ich eigentlich nicht. Kupfer, sehr schön. Gut, da ist noch einer. Den nehmen wir auch mit. Noch mehr Titan. Noch ein wenig Quarz und hier noch ein bisschen Quarz und dann hauen wir ab. Oxygen. Da ist auch noch eine Ablagerung, glaube ich. Ja. Und noch mehr Kupfer, sehr schön. Fisch nehmen wir noch mit. Gibt's was zu trinken für unterwegs. So, wir könnten ein bisschen Glas machen. Jetzt könnten wir Kupferdraht machen. Ist die Frage, wollen wir das? Gepökeltes Zeug hält sich länger, deswegen habe ich es jetzt gemacht. So, diesen Seegleiter, den brauchen wir halt wirklich, aber da müssen wir Ausrüstungsgegenstände finden. Wir machen mal ein bisschen Kupferdraht. So, was brauchen wir denn für die Taschenlampe? Glas und eine Batterie. Die Batterie brauchen wir mehr von diesen komischen Knötchen. Gut. Suchen wir nach diesen Knötchen. Wo ist dieses Zeug? Oh Gott, das ist hier dunkel. Ah, hier. Eins, zwei. Okay. Oxygen. Haben wir noch Kupfer, ist die Frage? Wir haben noch Kupfer.
Also können wir uns jetzt die Batterie machen und dann haben wir schon mal eine Taschenlampe. Hoffentlich. Ja, also das Hauptspiel ist auch leichter für den Einstieg. Und das ist ein bisschen freundlicher am Anfang. Hier ist er wirklich schon etwas schwieriger. Von der Umgebung her. Können wir ein bisschen was einlagern hier. Das ganze Salzgelumpe. Weg damit. Pinguinküken kann schon mal eins einlagern zumindest. Batterie. Sehr gut. Okay. Jetzt wird's gerade Tag. Jetzt brauchen wir es eigentlich gar nicht mehr. Gut, dann versuchen wir nochmal, dorthin zu gelangen, wo wir hin sollen. In der Hoffnung, dass uns nicht wieder alles aus der Hand geklaut wird. Wir nehmen mal einen Fisch dafür in die Hand. Vielleicht besser. Gerade mächtig gewaltig runter. Schon so ein Hagelsturm. An den Effekten, also Wettereffekte haben sie auf jeden Fall dran gedreht. Sowas gab es ja bei dem anderen Subnautica nicht. Das war eher so in einer, ja, tropischen Region, würde ich das fast schon nennen. Moment, hier gibt es da was zum Einsammeln und Looten. Noch mehr Glas. Also Quarz. Was ist das hier eigentlich für ein Zeug? Bringt mir jetzt erstmal nichts. Ich bin nicht gescannt. Okay, wo muss ich hin? Da. Das ist übrigens gerade mit Controller. Ich würde euch generell raten, so gut wie jedes Spiel, was jetzt nicht unbedingt Strategie ist oder ein Ego-Shooter. Selbst Ego-Shooter würde ich teilweise eher, also zumindest ein Singleplayer mit Controller spielen. Ihr könnt euch halt einfach zurücklehnen, ist einfach entspannter. Ihr könnt viel dauerhafter zocken. Also diese angespannte Haltung mit der Maus, Tastatur davor. So. Jetzt sind wir wieder hier. Wo ist jetzt das Ding, weswegen ich hier bin? Mein Inventar ist voll, na ganz geil. Dann fresse ich halt die komischen Stinkpflanzen. So. Oh nee, geh weg. Na hier, dann nimm hier den komischen Pinguin da, hier. Oxygen. Will er nicht haben, oder was? Oxygen, nein, 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 fuck, 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 fuck. Das war knapp. Da ist der Bildschirm schon schwarz geworden. Is no longer safe
and your PDA has rebooted in emergency mode. Be advised, remaining above ground will result in lethal exposure. So, Tag 1, Tag 1, Tag 2. Robin, the boss wants a sit rep. I'm cold, I lost all my gear and I'm no wiser to what's going on. But I'm alive. I can't authorize another drop. Hold on. There's an emergency cache. Hasn't been touched since the scouts landed 6 months ago. Could be useful. Send me the coords. On your HUD. Das Ding ist, ich weiß halt nicht so genau. Es muss ja demnach da unten rumliegen. In diesem einen Loch. Was ist denn das da? Oh nee, da will man schon das Zeug wegklauen. Ich glaube, da ist es, wo ich hin muss. Ah, diese Mistviecher, die nerven halt wirklich. So, komm jetzt. Ah, wieder nur Essen gewesen. Muss es irgendwie mehr geben. Ich glaube, da komme ich nicht weiter runter. Das ist zu tief. Oxygen. Also so ruhig, wie es jetzt halt gerade ist, so ist das Spiel halt einfach generell. Deswegen mache ich ja One-Takes und schneide die nicht irgendwie zusammen, dass es dann am Ende actiongeladener aussieht, als es wirklich ist, sondern man spielt das Spiel in gewisser Weise auch, weil es so ruhig ist. Es entspannt halt im Ozean dann umher zu vapern und die gedrückte Soundatmosphäre zu genießen auch. Deswegen, das Spiel muss natürlich nicht für jeden etwas sein. Ich möchte es euch nur nahe bringen. Denn ich halte es wirklich für ein Meisterwerk. Aber irgendwie kriege ich gerade nicht gerafft, was der... Oh, fuck! Oi. Wow, das ist knapp. Ja, ich brauche unbedingt mehr Sauerstoff. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich soll ich wirklich in dieses Loch runter. Ich werde das einfach mal machen. Taschenlampe raus, los geht's. So weit wie ich komme. Nummer 1. Bei 15 muss ich spätestens wieder hoch. Okay. Ich komme einfach nicht weit genug runter. Oxygen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vielleicht übertrieben habe. Ah, wieder sehr knapp. Das ist halt eine Entfernung, die ich nicht gehen sollte. Aber ab einer bestimmten Entfernung verliere ich halt auch schneller Sauerstoff, weil der Druck einfach zu hoch ist. Aber das Ding in der Mitte will ich haben. Halt. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Raus, 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 raus. Oh, das war's. Das war's jetzt. Das war's. Das schaffe ich nicht mehr. Komm, 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 komm. Oh, fuck. Das hätte keine Sekunde länger dauern dürfen. Okay, ich lasse es sein.
Ich gehe jetzt mal in die Oberfläche, ich lese mir nochmal kurz den Eintrag durch, was ich überhaupt machen soll. Ich glaube, sonst brauche ich einfach eine bessere Ausrüstung dafür. So, das essen wir mal. Das kann man trinken. Gut, das sind meine Baupläne, die ich bisher habe. Schwimmflossen, brauche ich Silikon. Silikon kriege ich von diesen komischen Pflanzen. Das habe ich schon. Schwimmflossen wären halt wirklich wichtig. Okay. Kann ich irgendwas wegwerfen? Das ganze Quarz ist vielleicht ein bisschen zu viel gerade. Kann ich mir nochmal so ein bisschen Silikon hier einpacken? Gut. Und jetzt gehen wir mal zurück. Ich nehme übrigens die ganze Zeit diese Fische in die Hand, damit man den mir meine teuren Geräte nicht wieder aus der Hand klaut. Denn solange ich kein Messer habe, kann ich mich dagegen auch nicht wehren. Ich glaube, der hat mir gerade meinen Fisch geklaut. Ah, hier sind Ablagerungen. Sehr gut. Dann nehme ich die noch schnell mit. Inventar voll. Werfen noch schnell was raus. Ah, nicht auch das. Das Spiel merkt sich übrigens jeden Gegenstand, den ihr irgendwo hinwerft, also nichts geht verloren. Und es gibt auch nicht unendlich Ressourcen, also man müsst da schon etwas haushalten. Und vor allen Dingen, umso mehr ihr Ressourcen abtragt, die in der Nähe sind, desto mehr fehlen die dann natürlich und ihr kriegt sie nicht schnell genug heran. Aber das Meer ist riesig, die Spielwelt ist riesig, also ihr solltet schon genug finden. So, Silikon, her damit. Sehr schön. Gut. Nahrung. Nochmal ein bisschen Wasser. Auch gut. So, Schwimmflossen, her damit. Wir bräuchten Fasergewebe. Von wo kriege ich denn das? Oh, ein Feldmesser, das machen wir. Sehr gut. Jetzt haben wir schon mal einiges. Und ein wasserdichter Behälter. Brauchen wir den jetzt schon? Weiß nicht. Ich glaube nicht. Wir werden aber mal ein bisschen was hier einlagern. Den ganzen Titanquatsch, den brauchen wir auch alles nicht. Solange wir jetzt unterwegs sind.
Dann haben wir zwei davon ein Nährstoffpaket. Ja. Ganze Salz ist Müll, Glas brauchen wir jetzt nicht. Ich denke, so lassen wir es erstmal. Nehme ich mal doch kurz meine Maus. Ich will hier ganz einfach die Sachen ordentlich zuordnen. Und zwar ist das die 1, das Messer ist die 2, Taschenlampe machen wir erstmal auf die 3. Gut. So, guckt euch das an, wir sind gleich viel schneller. Das merkt, das ist halt auch das Schöne, es gibt sofort einen Fortschritt, wenn man einen Fortschritt hat. So, das reicht mir aber noch nicht. Ich muss jetzt nach dieser Faser umgucken. So, die irgendwo herbekommen. Na, ist überhaupt kein Problem. Weil wir kommen jetzt viel schneller hier hoch. Und das Beste ist, wir können uns jetzt auch wehren. Wir haben ja jetzt ein Messer. Okay, wo waren wir denn noch nicht? Wahrscheinlich so gut wie überall. Durch diesen riesigen Mond an. Da hat man das Gefühl, dass man eigentlich schon fast drauf gehen kann. So nah, wie der sich einem vorkommt. Ah! Ich glaube, davon kriegt man das Fasergewebe. Gut. Ist halt auch schon, ja, über ein Jahr her, dass ich Subnautica 1 gespielt habe. Oxygen. Der zweite Mond. So, wir haben ja jetzt genug Auftriebskörper. Aha. Nee, fällt mir so, wollen wir nicht. Hä? Wo zum Teufel? Irgendwas verpasst? Haben wir den Bauplan noch nicht? Pfadfinderwerkzeug, das kenne ich noch nicht. Das ist neu. Okay, ja, Moment mal. Gucken wir mal kurz in unserem PDA. Achso, ja. Das Zeug ist alles schon verrottet. Das ist interessant. Gesundheit minus 1. Ha. Machen jetzt ein Fasergewebe. So. Zack. Noch eins. Jetzt haben wir zwei Fasergewebe. Jetzt müsste doch theoretisch... Ach ja, okay. Titan. Wir haben kein Titan. Gerade im Inventar. Das holen wir uns von hier. Und dann haben wir jetzt genug. Ah, endlich ein bisschen mehr Sauerstoff. So, als nächstes bräuchten wir Silber. Und
Computerchips müssten wir auch bald machen. Signalbojen könnte ich setzen. Übrigens, das Spiel, habe ich das Gefühl, ist ein bisschen schneller von dem, wie ihr hier Sachen erreicht, als im Hauptspiel. Also im Hauptspiel kommt man nicht ganz so schnell voran, weil man meistens die Baupläne noch sammeln muss. So, wir machen uns jetzt mal wirklich auf den Weg. Wir haben jetzt die Taucherflasche. Damit müsste es jetzt eigentlich möglich sein. Als nächstes brauchen wir das Silberzeug. Und Silber, soweit ich das noch weiß... Oh, was haben wir denn hier? Den Seegleiter, das ist natürlich auch wichtig, dass wir den zusammenbekommen. Denn wenn wir da alle Teile haben, dann sind wir richtig, richtig flott unterwegs. Ich hoffe, dass ich das euch sogar noch zeigen kann. Das ist nämlich das erste Gefährt. Es gibt dann richtig coole Gefährte später noch. So Mini-U-Boots und Riesen-U-Boote. Und irgendwelche Krebsgeräte. Das sind so Art Cyborg-Anzüge. Aber die brauchen dann auch alle Energie. Mehrere Energiezellen teilweise. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was so eure Spiele waren, die euch richtig beeindruckt haben oder die euch geprägt haben in letzter Zeit. Also mir war es neben diesem Spiel natürlich Witcher. Witcher 3. Weil sonst gab es wirklich nicht so viele, die das in letzter Zeit geschafft haben. Ah, ihr wollt wieder meinen PDA klauen, ihr Wix-Feature. Kommt her, messere ich euch ab. Wo muss ich denn hin? Das dahin nicht. Hä? Dahin. Was ist denn das für Viecher? Au! What the fuck? Au! Aha, macht wohl Stress. Voll, na geil. 30 seconds. Komm, wir tauchen uns auf. Was hast du davon, dass du mir mein Zeug klaust, Mistvieh? Was ist denn hier los? Warum schwebt hier so viel Quarz durch die Gegend? So, wir werfen das Quarz auch erstmal kurz weg, trinken was, wir essen was und dann ist unser Inventar jetzt auch schon ein bisschen freier. Jetzt sollten wir doch hier unten mal ein bisschen was sehen können. Das ist doch verdammt. Nein. Ah, verdammt. Okay, wir testen jetzt mal, wie lange wir jetzt zur Oberfläche brauchen. Ich glaube, bei 30 sind wir ungefähr los. Ja, ungefähr 15 Sekunden, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Aber wenn ich 15 einplane, ist eigentlich ganz okay. Sagen wir mal 20. Hä? War mein... Moment, war das jetzt nicht voll? Habe ich es nicht voll aufgeladen, mein Sauerstoff gerade? Jetzt aber, okay.
Genau. Ist er voll. Ha! Was ist denn hier? Ich darf hier eigentlich nicht weiter schwimmen. So zu gefährlich. Gold, das ist gut. Hier ist noch was. Könnte Silber sein. Ja, Silber. 30 Sekunden. Naja, wir machen gleich. Nochmal Silber, sehr gut. Dann haben wir jetzt quasi alles zusammen, was wir brauchen. Um den nächsten Schritt zu machen. Oxygen. Ja, ja, alles gut. Wir schaffen das. Gut, dann holen wir uns jetzt mal noch so ein paar blaue Teile hier. Oh, da lag was. Und da ist voll, verdammt. Ah, ne, das ist nix. Gut, das werfen wir mal schnell weg. So richtig, was ich hier finden soll. Aber hier muss scheinbar irgendwo noch was verstreut rumliegen. Was zum Teufel ist das hier? Erde. Das ist wie so ein Krater hier, das Ding. Runter. Wo ist jetzt unsere Heimatbasis da? Ich würde sagen, wir schwimmen jetzt erstmal zurück. Und gucken, was wir jetzt machen können. Wir haben jetzt noch ein bisschen Stuff gesammelt. Und das werden wir jetzt gleich hier ist doch was. Gravitationsfalle. Wieder was Neues, was wir bauen können. Da ist wieder was. Das holen wir uns auch. Gucken, was das ist. Seegleiter, sehr gut. Das ist das dritte Teil. Können wir den jetzt auch bauen? Kann ich euch den doch noch zeigen? Weil damit macht es echt schon Spaß, durch die Gegend zu tuckern. Ah ne, Moment mal, wir brauchen noch so ein Korallenteil. Oh, guck mal, hier gibt's nichts, okay. Titan ist nichts. Wir könnten uns natürlich auch hier reingucken. Wir bräuchten Koralle. Ah, Inventar voll. Okay, wir lernen erstmal das Inventar aus, würde ich sagen. Noch mal, was es hier so überhaupt gibt. Titan. Titan, Kupfer, keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo hin, wo es Korallen gibt. Und hier seht ihr die Oberwelttexturen, da haben sie sich nicht so Mühe gegeben. Aber das ist auch nicht das, warum man dieses Spiel spielt. Und wie gesagt, es ist halt noch Early Access, also kann sich noch viel tun. Titan. Deswegen entleere ich jetzt hier nicht meinen Inventar. Mensch, ich muss sagen, jetzt ist hier plötzlich so viel Zeug.
Gut, bauen wir uns mal ein bisschen Stuff. Auch ein bisschen Wasser. Essen brauchen wir eigentlich noch nicht. Dann haben wir schon. Leitung brauchen wir nicht. Schwimmende Luftpumpe. Wenn wir das mit Leitungen kombinieren, können wir recht weit, recht tief tauchen. Gar nicht mal so dumm. Aber ich denke, wir versuchen vorher das Ding hier zu bauen. Da brauchen wir noch eine Batterie. Das ist nichts leichter als das. Und jetzt können wir einen Seegleiter bauen. Hier. Der Gerät. Wundervoll. So, dann lagern wir mal ein bisschen was von dem Shit hier ein. Das weg damit. Kommt alles raus, was keine Miete zahlt. Okay, das wird reichen. Euch das an, wie wunderbar schnell das Teil ist. Das ist sogar so eine Art Scanner, den ich oben einschalten kann. Aber wir sind mit dem Ding jetzt halt wirklich schnell. Oh, da ist was. Also jetzt könnten wir es eigentlich nach unten wagen. Mit der Geschwindigkeit, die wir jetzt hier drauf haben. Aber ich will mich jetzt erstmal ein bisschen anderweitig umgucken. Was leuchtet denn hier so? Braucht halt auch helle Strom, das Ding hier. Sollte mir vielleicht ein paar Notfallbatterien mitnehmen. Okay, ihr seht, jetzt kommen wir in besonders interessante Regionen. Oxygen Plant. Kriegt man Sauerstoff her. Ist ja nett. Was gibt's hier unten? What? Ah, fuck. 30 seconds. Okay. Da getrauen wir uns mal noch nicht so schnell hin. Schaut euch das an, wie unfassbar schnell wir jetzt hier bei der Station sind. Sie können dann halt mit der Zeit auch immer schneller und schneller und schneller werden. Bei eurer Erkundung. Ich könnte jetzt halt, es gibt jetzt halt zwei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt zum Beispiel so eine Art Basis bauen. Zumindest eine Luftbasis errichten. Und eine Leitung nach unten verlegen. Ich denke, das werde ich dann auch tun. Wobei ich jetzt eigentlich schon ziemlich weit komme. Also guck mal, wir sind jetzt schon so weit vorgedrungen. Hier habe ich das letzte Mal umgedreht. Ich habe gerade mal 25 Sekunden weg. Ich muss jetzt hier aufpassen, dass ich mich nicht verirre, weil das könnte mein Ende bedeuten. Okay, wir müssen also wieder nach oben.
Oh, da habe ich was Interessantes gesehen. Was zum Teufel ist das denn? Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. Sollten wir aber schaffen. Oder? Oh, fuck. Ja. Und gleich noch eine Partie nach unten. Diesmal in die andere Richtung. Silber. Gut. Ich weiß nicht so richtig, was das da ist. Also so ein zockendes Mistvieh. Also ihr merkt, wir fahren sogar unterirdisch auf unsere Basis eigentlich drauf zu. Aber ich muss schon da weg. Oh Gott, habe ich mich jetzt gerade verlaufen? Ich hoffe nicht. Da dieses... Ah, Moment! Da gibt's da Sauerstoff, oder? Wunderbar. Kann ich nochmal schnell einen Blick riskieren? Hier ist was. Und jetzt weg hier. 30 Sekunden. Oh, da geht's ja auch noch weiter nach unten. Was war das gerade? I need to go back to the research site. I can't let you. Why not? Boss's orders. We're trying to keep you alive. Only because salaries cost less than lawsuits. Is that cynicism making you friends down there? Sure. They're just not human. The files are on your databank. Do as you please, just tell me what you find. And don't get me into trouble. Mm-hmm. Okay. 200 Meter unten, das ist halt wirklich weit, ne? Flugzeugstation, Fahrzeugstation, okay, das ist krass. Das Ding brauchen wir. Den Gleiter haben wir jetzt schon, wir bräuchten aber jetzt eine bessere Tauchflasche. Mit ultra hoher Kapazität. Vielleicht würde auch schon... So ein Notfallauftriebskörper ist natürlich auch nicht schlecht. Kommen wir dann ganz schnell nach oben wieder zurück auf die Meeresoberfläche. Kristalliner Schwefel. Kompass wäre auch nicht schlecht. Könnten wir mal bauen. Da brauchen wir einen Kabelsatz. Und das Ding hier halt. Ich denke, das machen wir als nächstes. Ja, erstmal gucken wir uns an. Also wir machen das jetzt hier mal aus, oder? Machen wir wenigstens eine andere Farbe. Weil das haben wir jetzt schon gesehen. Machen wir mal grün. Und unsere Homebase machen wir mal blau. Na, gelb. Machen wir gelb. So. Fahren wir mal zurück zur Homebase. Ah ja, okay. Ich muss mich gerade um mein Überleben kümmern. Vital signs stabilizing.
ist das? Also das Wetter hier ist echt scheiße. In einer Tour Regen, Hagel, Sturm, Blizzard. Ich muss sagen, gerade wenn ich so ein bisschen nach unten fahre, wird mir ein bisschen mulmig. Das ist wie wenn man so ein Gruselspiel spielt. Am Anfang gruselt es euch nicht. Aber wenn es lang genug spielt, dann kriegt es euch doch irgendwann. Und genauso ist es hier mit der Atmosphäre. Also wenn ich euch jetzt nicht die ganze Zeit zulabern würde, dann würde ich mich auch wahrscheinlich auch schon deutlich schneller hier ein bisschen einscheißen bei bestimmten Höhlen. Weil das ist... Ich habe keine Angst, aber dieses... Dieses ungute, mulmige Gefühl. Die Atmosphäre ist halt wirklich nicht schlecht, so dass es einen irgendwann hat. Umso länger ihr das spielt. Und ich spiele es wahrscheinlich jetzt auch schon wieder viel länger, als ich es eigentlich geplant habe. Mit euch hier. Wir werden jetzt mal eine Batterie herstellen. Denn die Batterien gehen mir bald aus. Dann machen wir mal noch einen Kabelsatz. Mit dem Kabelsatz könnte ich ja jetzt eventuell... Was haben wir noch? Die schwimmende Luftpumpe noch. Und ein paar Leitungen. Ich denke 15 sollten reichen. Oh. Okay. Scanner brauchen wir nicht. Gravitationsfalle brauchen wir auch nicht. Die ganzen Leitungen. Das ist alles zugeballert. Okay. Ja, vielleicht reichen 10 erstmal. Ich denke, ich baue mir noch einen Kabelsatz. Das Reparaturwerkzeug. Silikon und Schwefel, was ich nicht habe. Was hatte ich der Behälter? Den will ich jetzt eigentlich noch bauen. Brauchen wir noch ein wenig davon. Damit haben wir es. So, Frage ist jetzt, wo schlägt es uns als nächstes hin? Schauen wir mal. Das ist alles uninteressant, denke ich. Ah, ihr seht halt... Das ist noch Programmcode hier. Das ist halt nur Early Access, noch nicht alles übersetzt. Aber hier stehen zum Beispiel schon interessante Sachen. Die lese ich jetzt der Zeit halber nicht alle vor. Aber ihr könnt es anhalten, durchlesen, wenn ihr wollt. Forschungsnotizen. Okay. Ich habe aber auch nur die beiden momentan eingetragen. Ich weiß nicht. Da hinten ist es.
Ob ich es nochmal versuche? Das Problem ist, da bringen mir meine Leitungen eigentlich auch nicht viel. Was ist denn das hier? Ich glaube, hier ist der Eingang. Zu dem gleichen Höhlensystem, was dahinter führt. Könnte zumindest sein. Ich guck mal hier runter. Mann, gibt's hier viele Ressourcen, das ist ja Wahnsinn. Oh, das war Blei. Das hab ich schon gar nicht gehabt. Oh. Das ist, glaube ich, feindliches Vieh. Aber hier gibt's was ich scannen kann. Das nehmen wir noch schnell mit, bevor wir dann nach oben gehen. Ah, fuck. Nach oben. Komm, komm, lass es mich bitte schaffen. Lass es mich bitte schaffen. Ich will nicht sterben. Quack! Ah. Ein Spiel mit dem Feuer. Das? Blood Shark? Das hört sich gefährlich an, das Vieh. Streicheln wir ihn mal ein bisschen. Ah, ich habe ihn gekillt. Cool. Halt, wir müssen noch gar nicht. Wir können auch hier bleiben. Der Blood Shark ist tot. Tja, darf er sich halt nicht mit uns anlegen, ne? Jetzt ist das Inventar noch voll. Wie schnell ist denn das gegangen? Okay. Hier ist es aber echt tief. What? Diese miesen Explosionsviecher, die kenne ich auch noch von früher. Ja, alles gut. Da ist das nächste. Na, ich gehe doch mal an die Oberfläche. Gerade sicherer. Oh, meine Batterie ist gleich alle. Ein Kupfer. Sieht halt einfach mal wirklich beeindruckend aus hier. So. Ihr seht, das geht auch ganz schnell zu wechseln. Also habt ihr jetzt überhaupt keine Probleme oder so. Hier ist was. Achso, seht ihr, ich wollte ja das Ding eigentlich scannen, was ich unten noch gesehen hatte.
Hab ich jetzt ganz vergessen. Verdammt. Ob ich das nochmal finde? Blau rochen? Klopf das selber doch mal frei. Hier ist wieder was. Cool. Inventar voll. Achso. Wenn ihr Sachen scannt, die ihr bereits erkundet habt, also wo ihr wisst, was es ist, dann kriegt ihr das als Titan ausgezahlt. Ah, ich weiß, Titan. So ziemlich das Wertloseste, was es, glaube ich, gibt. Neben Quarz. Wobei Quarz im späteren Spiel dann teils sehr, sehr begehrt ist. Wenn dann halt anfängt, Sachen zu bauen. Oh, ich muss da was trinken. Oh, ich habe nichts zu trinken mit. Das ist jetzt ein bisschen doof. Okay, hier ist dieses Loch. Werden wir jetzt mal hier drüber das Teil hier bauen. Ey, nicht so weit weg hier. So, okay. Ich will keine Screenshots machen, verdammt nochmal. Das war ein bisschen falsch. Wo bin ich denn jetzt hier? Ja. So, und ihr seht, jetzt kann ich mich hier unten mit Sauerstoff neu aufladen. Und das ist natürlich schon mal sehr wertvoll. Jetzt kann ich das Ganze quasi reinziehen. Ich habe jetzt nur 10 mit. Aber es hilft schon mal. Das sind schon mal ein paar Sekunden, die ich damit auch sparen werde. Okay, das waren alle. Ich muss jetzt quasi nur bis hierher zurück und kann mich dann hier auch schon wieder auffüllen. So. Jetzt können wir uns hier unten umgucken. Was ist das? Okay, ich muss jetzt hier auf jeden Fall irgendwelche Fische erstmal fressen. 50 Gesundheit, what? Achso, das ist mein H2O minus. H2O, fuck. Seek fluid intake immediately. Ja, ich finde doch jetzt hoffentlich noch irgendwas, was ich hier trinken kann. Passing 100 meters. Oxygen efficiency 30 seconds. Oh, ist das der Weg nach draußen? Was ist der Weg? Fuck! Wo ist der Weg nach draußen gewesen?
Okay. Hier ist erstmal Sauerstoff. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, ja, ja. Ich hab mich verirrt gerade. Fuck. Okay, nach oben ist gut. Ah, hier haben wir es gefunden. 30 Sekunden. Gut, Leute. Ich denke, an der Stelle machen wir einen Cut. Ich würde jetzt erstmal zurück zur Basis, um mich mit Getränk wieder auszustatten und dann wahrscheinlich zurückkehren, um weiter hier die Welt zu erforschen. Ich hoffe, dass es euch bis hierhin gefallen hat. Und vielleicht ist für den einen oder anderen auch dieses Spiel was. Wie gesagt, es ist eher ruhig, aber es hat eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Ich hoffe, ich konnte euch einen schönen Eindruck von dem Spiel vermitteln und den einen oder anderen, naja, eine Entscheidung abnehmen in die eine oder andere Richtung. Es ist aber auch gut, wenn man weiß, dass man etwas nicht haben will. Zumindest geht es mir so. Und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Ja, und bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.